Willkommen Fußballfreunde zu einem neuen Video. Wir sind glaube ich alle gehypt morgen vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Dann auch noch ausgerechnet gegen Frankreich. Und jetzt gibt es eine faustdicke Überraschung im Abschlussspiel. Ja, heute gab es Abschlusstraining und da wurde auch nochmal gespielt. Und normalerweise die Formation, die da spielt, das ist eigentlich schon relativ sicher, dass sie auch am nächsten Tag dann auftreten wird. Ist ja ganz klar, warum solltest du mit einer Fake-Elf spielen? Höchstens, um den Gegner zu verwirren, die Scouts oder sonst irgendetwas. Und dieses Mal hatte Löw auf einmal seine Aufstellung geändert. Und zwar nicht mehr Kai Havertz, der unter der Woche die Nase vorne hatte. Ich hatte auch berichtet, sah alles aus, als wäre die Entscheidung gefallen, als wäre Havertz jetzt der Stammspieler. Aber jetzt ist Leroy Sané wieder zurückgekehrt. Er war in der ersten Elf im Abschlussspiel. Ja, ist es wohl so, dass Yogi nochmal ein bisschen rumrotiert hat, Frankreich nochmal verwirrt, damit sie nicht wissen, wird es Havertz oder Sané. Für Sané könnte seine extreme Schnelligkeit sprechen, wenn man gegen die Franzosen vielleicht mal tiefer stehen will, um zu kontern. Das könnte eine Option sein. Da wäre Sané natürlich mit seiner extremen Schnelligkeit prädestiniert, den Franzosen weh zu tun. Währenddessen ist Havertz allgemein in besserer Form und ist beflügelt vom Champions League Sieg. Eine schwierige Entscheidung, die ich persönlich nicht treffen will. Wenn ich sie treffen müsste, wenn man mich zwingen würde, würde ich in dem Moment eher Havertz aufstellen. Aber es gibt auch gute Argumente für Sané, das auf jeden Fall. Also, ja, vielleicht ist das alles nur eine Verwirrungstaktik von Jogi Löw, um die Franzosen ein bisschen in das Licht zu führen. Wir werden es morgen spätestens sehen, wenn die Aufstellung draußen ist. Ich glaube, wir alle sind so gehypt. Bei mir ist mittlerweile M-Feeling auf jeden Fall da, aber es wird immer noch mal stärker, wenn dann auch die deutsche Nationalmannschaft spielt. Eure Meinung in die Kommentare. Klickt in die Mitte, kommt das zu einem der letzten Videos. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.